Servus Leute, wie versprochen, noch ein Video von mir für diese Woche. Ich denke, dieses Video könnte für einige von euch interessant sein, oder ich hoffe, es wird für einige von euch interessant sein. Und zwar wurde ich oft gefragt, meine Meinung über Autos, Leasing, Nicht-Leasing, wie kaufe ich meine Autos, kaufe ich die, bezahle ich die bar, bla 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 bla. Und ich habe immer gesagt, ja, ich habe was am Laufen, das kommt, es sollte eigentlich schon im Dezember kommen, habe aber einfach das Ganze nicht geschafft und deswegen, wenn es euch interessiert, dann sehen wir uns nach dem Intro. Ja, an was für ein Projekt arbeite ich denn? Oder habe ich gearbeitet und bin heute fertig geworden? Also für euch heute. Ich nehme das Ganze am Samstag auf, also am Samstag bin ich fertig geworden. Ich habe morgen, also am Sonntag, für euch, ja, noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen und eigentlich ist dann das Projekt gegessen. Und zwar, es heißt Smarter Autokauf. Das ist, also ich habe euch ja, oder wer mich verfolgt von Anfang an, der weiß, dass ich wirklich komplett autoverrückt bin, immer war. Und dass eigentlich mein Traum immer war, eher, sagen wir mal, einen Kanal zu machen mit Autos. Es ist natürlich nicht einfach, solche Kanäle gibt es wie Sand am Meer. Und deswegen habe ich mich letztendlich für den LKW entschieden und deswegen heißt mein Kanal auch so und ich werde auch keinen irgendwie jetzt Autokanal oder so aufmachen. Hin und da werde ich mal so Car-Reviews reinstellen, wie ich schon das auch früher gemacht habe mit dem M5 oder mit anderen Fahrzeugen. Auf jeden Fall, um was geht's? Ich war ja Autohändler, ich weiß nicht, ob ihr das, ja, also die mich verfolgen, wissen es auf jeden Fall. Ich habe mehrere Jahre mit Autos gehandelt, also wirklich nur mit Autos gehandelt und dann eine Zeit lang nebenbei und ich mache das auch immer noch so, also wer mich verfolgt, der weiß, dass ich auch letztes Jahr ein paar Autos importiert habe nach Kroatien und verkauft habe und so. Also ich würde mal sagen, ich habe schon wirklich lange Jahre Erfahrung in dem Geschäft mit Autos. Auch in Kroatien hier, jeder von meinen Bekannten, der ein Auto kauft, also wir gehen meistens immer nach Deutschland. Die Autos kommen eigentlich in 90% aus Deutschland. Und dann bin ich da auch immer, ja, oder helfe, wie viel ich kann. Und da habe ich mich entschieden, einen Videokurs zu machen. Ich habe euch auch erzählt, dass ich einfach das Thema Online-Geschäft, Videokurse und so weiter und so fort, dass das für mich wirklich ein Traum ist. Also mich faszinieren keine Firmen mehr mit 100 Mitarbeitern oder 200 oder 500 oder mein Chef hat 200 LKWs. Also früher hätte ich gesagt, wow, hey, 200 LKWs, hey, Hut ab. Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, schaue ich mir den an und sage, ey, in seine Haut würde ich nicht gern stecken. Das können die meisten von euch nicht verstehen, ist auch egal, ist einfach egal, vielleicht ist es bei mir Kopfsache. Auf jeden Fall mich interessiert, fasziniert dieses Online-Business und ich bin da schon, ja, seit 2010, 2011, das wissen eigentlich viele überhaupt nicht. Ich hatte 2010 oder 2011 eine App fürs iPhone, also ihr müsst euch vorstellen, vor 9 Jahren eine App fürs iPhone gemacht. Und zwar war das der erste Bordellführer fürs iPhone. Und das heißt Rotlichtpoi. Ich weiß gar nicht, ob man das noch runterladen kann. Auf jeden Fall, ich glaube, wir hatten in 1-2 Jahren über 70.000 Uploads oder Downloads oder wie man das sagt. Also ich war immer irgendwie affin gegenüber diesen ganzen Online-Geschichten. Und jetzt habe ich auch ein T-Shirt designt für meinen kroatischen Kanal. Das wird jetzt erstmal nicht zum Verkauf oder so sein, aber das ist einfach das, was mir Spaß macht. Und ja, ich habe halt in letzter Zeit auch viel um die Ohren.
Habe das Haus, was ich euch gezeigt habe, das habe ich verkauft. Ich habe jetzt ein Grundstück erstmal Anzahlung geleistet. Ich will mir jetzt doch ein Haus bauen, oder ich sage mal so, meine Frau und ich, wir haben irgendwie uns entschieden, dass wir doch ein Haus bauen wollen. Und da habe ich ein richtig brutales Grundstück gefunden. Und ich bin dann wirklich auch glücklich. Und deswegen, ja, dieses ganze Projekt, Anfang der Saison und so, deswegen konnte ich keine Videos machen. Also kommen wir erstmal jetzt zu dem Projekt. Das heißt, wie gesagt, smarter Autokauf. Es ist mein Projekt. Ich habe es komplett von A bis Z allein durchgezogen. Ich habe alles, wirklich alles, seit 6-7 Monaten angefangen aufzuschreiben, auf was ich aufpassen muss, was ich sagen soll. Ich habe mir alles Punkt für Punkt aufgeschrieben. Ich habe mir sogar so ein, ich schaue da jetzt rein, das sieht ihr aber nicht, so ein, wie heißt das Ding da, wo die Buchstaben so fliegen, damit das Video auch kompakt ist, dass ich wirklich so viel, weil ich mag ja viel reden wie jetzt halt. Und deswegen habe ich dieses Video raus, diesen Videokurs, das ist so auf Station, also es ist ja einfach hier euch zu sagen, hey Leute, also jemand, der mich mag, mag mich, oder jemand, der meinen Inhalt braucht, der weiß, okay, der Luca ist okay, oder ich denke, der weiß, über was er spricht, dann kauft der ja von mir, oder er sagt, es ist sowieso Dünnschiss, was der da von sich gibt, dann kauft der halt nicht von mir. Aber wenn du jetzt auf dem Markt, auf dem großen Markt bestehen willst, musst du ja Leute, die nie was von dir gehört haben, musst du ja das Produkt an die bringen. Deswegen ist es so auf 3 Kurse aufgebaut. Also erstmal ein kostenloser, dann einer für 67 Euro und dann einer für 197 Euro. Und warum sage ich euch das jetzt? Ich habe diesen Kurs jetzt so gemacht, dass ihr ein Paket habt, also alle 3 Kurse in einem Paket. Und davon werde ich nur 25 Stück rausgeben. Ich erkläre euch jetzt, warum das auch so ist. Es werden 25 Stück sein. Unter dem Video blende ich auch nochmal den Link ein dazu. Wenn ihr dann da drauf geht auf den Link, könnt ihr dann dieses komplett kaufen für 67 Euro. Warum habe ich das jetzt für 67 Euro anstatt für knapp 300? Weil ich will euch... Ich will von euch Feedback. Also bitte, wer das auch kauft, ich würde wirklich ihn bitten, dass er mir Feedback gibt. Und zwar, dass ich das auch benutzen kann. Also es ist wichtig, das sage ich auch hier jetzt offen, wer diesen Kurs kauft, es kann auch kein anderer, sondern nur unter diesem Video ist ein Link für diesen Kurs, für diese 25 Kurse. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch eure offene Meinung sagt. Und das werde ich dann als, also euren Namen, Vornamen brauche ich. Woher ihr kommt, also zum Beispiel Luca aus München oder Sada oder egal. Und eure offene Meinung von dem Kurs. Muss nicht lang sein, können auch ein paar Sätze sein. Aber dass ihr es wisst, ich werde das benutzen, diese Kommentare. Und wie gesagt, deswegen nur 25 Stück. Ich brauche so... 10 bis 15 Kommentare. Ich hoffe, dass ich die auch zusammenkriege von 25 Leuten. Das war jetzt so, deswegen, also dieses Paket werde ich nur auf diesem Kanal jetzt momentan und noch weiteren Kanälen, die für mich auch Werbung machen werden, dieses Paket für 97 Euro geben. Sonst wird es halt nicht für 97 Euro gegeben. Auf jeden Fall, da erkläre ich wirklich Schritt für Schritt alles Mögliche, also wirklich alles. Die 5 größten Fehler, eine Bonuslektion, wie man für seinen Gebrauchten mehr Geld bekommt, dann das richtige Auto für sich finden. Da denken viele Leute, was redet der für einen Stuss? Ich weiß doch wohl, was ich für ein Auto brauche. Der Markt ist so übersät, dass Leute wirklich die Übersicht verlieren und oft Entscheidungen treffen, was vor allem jetzt Barkauf oder Leasing, das ist ein Thema, wo ich sehr stark drauf eingehe in diesen Videos. Und zum Schluss halt beim Kauf selber, wie man wirklich große Rabatte bekommen kann. Also ich tue da wirklich Sachen sagen, die eigentlich nur Autohändler oder so, Autohäuser wissen, und das halten die eigentlich immer für sich. Und das wird halt alles in diesem Video
offen kommuniziert. Wie gesagt, es war immer mein Traum, sowas rauszuschmeißen. Das war meine Idee, kam, wo ich diesen Kanal vor 2,5, 3 Jahren geöffnet habe. War schon die Idee da, aber einfach nicht die Zeit. Ich habe jetzt die letzte Woche, ihr müsst euch vorstellen, jeden Abend bis 1, 2 Uhr in der Nacht habe ich dran gearbeitet, das Ganze zu schneiden und so. Dann habe ich eine Woche lang gebraucht, das aufzunehmen und die ganze Vorbereitung. Also wie gesagt, ich weiß, jemand, der sowas nicht macht, der wird es nicht verstehen. Ihr müsst wissen, ich habe ja 5 Firmen. Ich habe fast 40 Angestellte. Bei mir fängt jetzt die Hochsaison an und ich habe trotzdem das Ganze noch nachts gemacht. Ich war jetzt am Freitag bin ich morgens bis 6.10 Uhr, 6.10 Uhr bin ich ins Bett, 7.30 Uhr wieder aufgestanden. Ich habe eine Stunde noch was geschlafen. Also es ist, viele werden jetzt sagen, ja, Müll, Mist und so. Wer will, es ist kein Zwang, es ist einfach, wer will, wer sowas braucht, kann sich das für 67 Euro runterladen. 25 Stück, wenn das weg ist, ist es weg. Dann wird das Ganze im Paket hier, aber nur auf dem Kanal für 97 Euro zu haben sein, sonst kostet es halt mehr. Und ja, das war's eigentlich. Das ist so das, was ich euch sagen wollte. Das ist einfach, ja, das war immer so ein Traum von mir. Und von YouTube selbst habe ich wirklich nie irgendwie gedacht, dass ich jetzt irgendwie Geld so verdiene oder sowas. Das war immer eigentlich mein Wunsch, sowas zu machen. Ich habe das wirklich gemocht. Das Problem ist einfach, ich schaffe das zeitlich nicht. Und dann fragst du dich, von dem verdiene ich ja fast nichts. Und dann denkst du, okay, wenn das schon Hobby ist, dann muss das auch Hobby bleiben. Entweder verdienst du hier Geld oder es bleibt ein Hobby. Das bleibt definitiv für mich ein Hobby. Deswegen werden die Videos, weiß ich nicht, vielleicht, also die werden nicht mehr so regelmäßig kommen. Vielleicht werden mal 2 in der Woche kommen, vielleicht mal 3 Wochen gar nichts. Es ist so, ich weiß, viele werden das nicht mögen. Aber wie gesagt, es ist ein Hobby mit den 120 Euro an Werbeannahmen pro Monat, was ich da habe und ein paar verkauften Kursen. Also von dem komme ich definitiv nicht über die Runden. Und ich denke, das werden die meisten verstehen. Wie gesagt, der Kanal bleibt auch weiterhin. Ich bleibe auch weiterhin. Und ich denke, ich hoffe, dass ihr da auch bleibt. Mich interessieren wirklich, ich sage es ganz offen, mich interessieren überhaupt nicht die Abozahlen und so. Mich freut es, dass ich einfach euch um mich rum habe, die Kommentare, dann so viele Leute, wo ich die Kommentare lese und wirklich das Gefühl habe, dass ich die schon jahrelang kenne. Es ist einfach schön und ja, wie gesagt, der Kanal bleibt auf jeden Fall. Aber wenn ihr euch diesen Kurs holen wollt, diese 3 Kurse, unter dem Video der Link, klickt drauf. Wie gesagt, wenn ihr dann draufklickt und da ist nichts mehr, oder der Preis ist nicht mehr 67, dann heißt es, dass die ersten 25 verkauft wurden. Gut, das war's. Ich bedanke mich bei euch nochmal für alles. Ihr könnt auch unten kommentieren, was ihr von sowas hält. Ja, ich will damit Geld verdienen. Ganz ehrlich, ich will damit Geld verdienen. Ich will damit richtiges Geld verdienen. Bis jetzt war das Online-Geschäft für mich immer mehr so ein Spaß, ein Hobby und für mich immer momentan mehr ausgegeben als bekommen, aber mit diesem Kurs werde ich versuchen, das zu ändern. Ihr könnt mir eventuell dabei helfen, wenn euch der Kurs gefällt oder was euch nicht gefällt, tue ich gerne auch nochmal checken mit mir selbst und sehen, okay, hat er recht oder hat er nicht recht. Meine persönliche Meinung bleibt halt, das ist so bei mir und wird auch so bleiben. Also, das war's, ich bedanke mich nochmal bei euch und ich wünsche euch alles Gute. Ciao.